Kein Wort von Hybriden, kein Wort von E-Fuels. Und dann kommt natürlich ganz oben die Feststoffbatterien, kann ein typisches Einfamilienhaus 5 Tage versorgen, können wir kostenlos laden. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Wir haben gestern über den Power Day bei Volkswagen berichtet. Wir haben die Präsentation von Volkswagen längere Zeit live begleitet und ein bisschen auch unsere Gedanken dazu geteilt. In diesem Video möchten Steve und ich euch eine möglichst kurze Zusammenfassung geben und die wichtigsten Facts nochmal auf den Punkt bringen. Und dann steigen wir einfach mal gleich ein. Gestartet wurde die Präsentation von Herbert Diess, der auch gleich am Anfang der Präsentation eigentlich einen der sehr wichtigen Dinge kundgetan hat, die VW sich überlegt hat, nämlich das sogenannte Unified Cell, also die Zelle, das gemeinsame Zelldesign, das jetzt für verschiedenste Fahrzeuge verwendet werden soll. Und zwar geht es hier um ein Außendesign der Zelle, nicht um den eigentlichen Chemiemix, der dort drin ist. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Volkswagen hat sich also entschieden, für eine große Anzahl an Fahrzeugen die das gleiche Zellformat und die gleiche Zellform zu verwenden. Das Ganze soll dazu führen, das sehen wir hier, dass die Kosten für die Batterie um bis zu 50% sinken. Genaueres dazu ein bisschen später. Ja, das Ganze ist also praktisch ein Kreislauf, an dem VW arbeiten möchte, nämlich einerseits die Batterieherstellung, die Batterieproduktion, also der Zusammenbau aus einzelnen Batteriezellen, dann einzelne Module zu machen, dann die Erstnutzung im Auto, die Zweitnutzung zum Beispiel als stationärer Speicher und später das Recycling und anschließend wieder die Neuproduktion. Also Volkswagen denkt hier in Form einer Kreislaufwirtschaft. Das Elektroauto selbst, das können wir hier an dieser Folie gut beobachten, stellt ein Bindeglied dar zwischen dem zum Beispiel Eigenheim und, ja, ich denke mal, der Industrie, der Gesellschaft. Also das Elektroauto als Speicher, als Energie, Systembestandteil wird eine ganz neue Bedeutung gewinnen, etwas, wovon wir ja auch oft schon in unseren Sendungen und Beiträgen gesprochen haben. Ja, das Ganze soll sich natürlich nicht nur auf PKWs beziehen, sondern auf PKWs aller Art, auf High-End-PKWs, auch natürlich auf den Motorsport und natürlich auch auf den ganzen Bereich der Nutzwagen. Hier nochmal sozusagen die Verantwortung, die VW übernehmen möchte für die Herstellung, die Nutzung, das Recycling und das Wiederherstellen von Batteriezellen. Sie haben sich ja unter anderem auch den ganzen Compliance-Anforderungen unterworfen, also sprich der Bezug von Rohstoffen ist zertifiziert. Und man möchte natürlich insbesondere durch das Recycling hinkommen, immer weniger neue Rohmaterialien einkaufen zu müssen. Das hat sicherlich auch einen sehr starken Einfluss auf die Kosten. Hier jetzt mal sozusagen das Entscheidende, nämlich man geht nicht mehr hin und sagt, wir brauchen für bestimmte Fahrzeuge unterschiedliche Batterieformate, je nachdem, ob es ein Consumer-Produkt ist oder wie der Taycan hier in dem Beispiel zum Beispiel ein High-End-Produkt, sondern wir sagen, wir wollen eine einheitliche Zelle verwenden für möglichst viele Fahrzeuge. Ja, für 80% aller Fahrzeuge soll also dieses neue Unified Cell Design verwendet werden und für 20% wird man dann auf spezielle Formate bei den Batteriezellen kommen. Vielleicht sehen wir ja in der Zukunft sogar irgendwann mal, dass die Karosserie die Batterie ist, wer weiß. Man geht hier eindeutig den Weg, dass man sagt, mit möglichst geringem Aufwand, heißt also mit einem einheitlichen Zelldesign, möglichst viele Fahrzeuge ausstatten. Das Ganze soll dann 2023 losgehen. Ab 2023 soll diese vereinheitlichte Zelle dann in die Produktion, in die Herstellung gehen und die Fahrzeuge werden damit entsprechend ausgestattet. Man verspricht sich bei den sogenannten Entry-Modellen, also bei den Modellen für den Einstieg, mit einer möglichst günstigen Chemie verbunden, eine Kostenreduktion von bis zu 50%. Das bedeutet also, man strebt da definitiv Kilowattstundenpreise von unter 100
Euro pro Kilowattstunde an, vielleicht sogar eher in Richtung 70, 60, vielleicht sogar 50 € pro Kilowattstunde. Das wäre natürlich ein Knaller und das bedeutet dann sozusagen auch das Goodbye zum Verbrennungsmotor. Für die etwas aufwendigeren Fahrzeugtypen, für die Batteriemodule, wo man noch mehr Leistung braucht, wird man bei ungefähr -30% landen und dann hier bereits ein Ausblick auf die Ja, auf spezielle Batteriemodule, die man für spezielle Fahrzeuge braucht. Hier ist allerdings sogar mit einer leichten Kostensteigerung zu rechnen. Ja, was haben wir denn in so einer Batterie eigentlich drin? Was macht die Kosten eigentlich aus? Und wo liegen sozusagen die Schwerpunkte? Wir haben also in der Mitte hier, das können wir hier sehr schön sehen, den sogenannten Separator, der also Anode und Kathode voneinander trennt, dass es keinen Kurzschluss gibt. Die Anode hier links im Bild ist hauptsächlich verantwortlich für die Ladezeit und die Kathode hier rechts im Bild ist hauptsächlich für die Kosten und die Reichweite verantwortlich. Und dann haben wir noch das Elektrolyt, das also in der Lage oder das sozusagen es ermöglicht, dass die Lithium-Ionen hin und her fließen. Das sind also alles die Punkte, an denen gearbeitet wird, um die Batterien günstiger und leistungsfähiger zu machen. Und wollen wir mal schauen, was Volkswagen sich dazu also ausgedacht hat. Heute verwenden wir hauptsächlich die sogenannten NMC-Zellen, die also Nickel, Mangan und Kobalt in der Kathode haben. Das ist ein sehr aufwendiger Produktionsaufwand. Hier werden also Kobalt mal als Beispiel genommen, auch zum Teil fragwürdige Rohstoffe eingesetzt. Und hier wollen wir natürlich oder will Volkswagen Veränderungen einfach vornehmen können. Und ein ganz wichtiger Punkt, das wird sein, das, was auch Tesla jetzt schon macht und das, was vielleicht auch einige von euch unten im Keller zu stehen haben, nämlich die Stromspeicher, die arbeiten mit sogenannten Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Und Lithium-Eisenphosphat-Zellen ist keine neue Chemie, das gibt es schon sehr, sehr lange, hat bestimmte Vor- hat auch bestimmte Nachteile. Der größte Vorteil ist sicherlich, dass es relativ günstige Rohstoffe sind am Markt und dass man hier also auf fragwürdige Rohstoffe komplett verzichtet, mit dem Nachteil, dass die Batterien etwas schwerer sind, etwas geringere Energiedichte haben, man also nicht so weit damit kommt, aber für die Sagen wir mal, Normalfahrzeuge, wahrscheinlich Reichweiten irgendwo so um die 250 Kilometer, wird das sicherlich die Batteriechemie der Wahl in den nächsten Jahren sein. Lithium-Eisenphosphat-Zellen, so wie sie auch von Tesla in den chinesischen Tesla-Modellen schon eingesetzt werden. Ja, dann wird man Zellen einsetzen in der nächsten Stufe, die dann ebenfalls auf Kobalt verzichten, aber eben einen Nickel- und Mangananteil haben. Hier hat man auf jeden Fall wieder die höchste Reichweite, kann aber auch mit den Kosten runtergehen. Und dann geht man natürlich im High-End dazu über, dass man hier also von Graphit weggeht und mehr in Richtung Silizium geht. Hier erwartet man sogar beim Einsatz von Silizium in der Anode eine Einsparung bei der Ladezeit, also beschleunigte Ladevorgänge. Aber vor allem schaut mal hier unten rechts, könnt ihr es sehen, man möchte damit oder man kann damit auch die Reichweite noch mal deutlich nach oben drücken. Der Nachteil oder das Problem beim Einsatz von Silizium ist halt, dass hier tatsächlich es zu Volumenveränderungen in der Zelle beim Laden und Entladen kommt. Das muss man in den Griff kriegen. Davon hatte Tesla auf dem Battery Day ja auch schon gesprochen. Das scheint aber schon in dem Bereich des Möglichen zu sein, beziehungsweise auch schon realisiert, denn beim Porsche Taycan scheint das auch schon zum Einsatz zu kommen. Wunderbar. Und dann kommt natürlich ganz oben die Feststoffbatterien, die nochmal mehr Energiedichte versprechen, deutlich mehr Energiedichte versprechen, die auch nochmal eine Erhöhung der Ladeleistung verspricht, sprich Verkürzung der Ladezeiten ermöglicht. Das ist hier möglich, indem man auf Graphit verzichtet. Das spart zum Beispiel an einem Beispiel von einem ID.3 rund 100 Gramm Batteriegewicht könnte man einsparen, wenn man hier auf Graphit verzichten könnte. Man kann also hier sehr schön den Unterschied sehen. Links sozusagen das, was man im Moment nutzt und rechts, wo man mit den Feststoffbatterien hin will. Also ein großer Sprung nach vorne. Problematisch ist hierbei, den Elektronenfluss aufrechtzuerhalten. Feststoffbatterien werden möglicherweise auf 50 bis 60 Grad gehalten werden müssen, aber ich gehe davon aus, dass die das in den Griff bekommen. 50 bis 60 Grad zu halten mit einer Vakuumisolierung ist auch kein großes Problem und wird auch nicht viel Energie kosten. Aber man spart sich natürlich dann Kosten und man erweitert natürlich einfach die Möglichkeiten, die man mit so einem Elektroauto hat. Also da bin ich mal sehr gespannt, was da kommen wird. Aber wie gesagt, diese Batterietypen, die werden wir
wahrscheinlich auf die nächste, bestimmt in der nächsten Dekade noch nicht in den Consumer-Produkten sehen. Hier nochmal grafisch dargestellt. Wir können also deutlich sehen im Vergleich zu den aktuellen Batterietypen, also deutlich kürzere Ladezeiten, höhere Ladeleistungen bei den Feststoffbatterien. Ja, das können wir mal überspringen. Worauf kommt es also in den nächsten Jahren an? Man muss also unbedingt die Anzahl der Batteriezellen, die produziert werden, sehr stark erhöhen. Das Ganze muss schnell in den Markt kommen und die Kosten reduziert werden und natürlich das Ganze auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Hier nochmal, was wir auch kennen, nämlich dass in der Wertschöpfungskette die Rohstoffgewinnung und die chemische Verarbeitung 80% der Wertstoffkette ausmacht und das Herstellen 20%. Also das unterstreicht nochmal die Wichtigkeit hier tätig und aktiv tätig zu werden im Bereich der Batteriezellherstellung. Und hier nochmal, was ich vorhin schon gesagt habe, also man will unbedingt die Kosten reduzieren, das Investment reduzieren und die CO2-Emissionen bei der Herstellung der Batteriezellen natürlich auch reduzieren. Bis zu einer Tonne CO2-Reduktion pro Fahrzeug ist hier durchaus im Bereich des Möglichen und das ist schon eine ganze Menge. Ja, dann natürlich wird auch am Design kräftig gearbeitet. Und zwar im Moment ist es ja eher so, dass man die Zellen zusammenpackt. Das nächste Grafik hier, die zeigt es eigentlich sehr schön. Man hat also links kann man das sehen unter dem Wort Today. Sieht man also, wie man das heute macht. Man nimmt also Zellen, baut die Zellen zu Modulen zusammen und packt dann die Module in diesen großen Körper hinein. In Zukunft will man dazu übergehen, dass die Zelle direkt in die große Batterie übergeht. Man sich also diesen Zwischenschritt über die Batteriemodule spart. Das Ganze beschleunigt und vereinfacht den Produktionsprozess. Volkswagen, ich gehe nochmal zurück, nennt das dann hier, das könnt ihr hier sehen, Cell to Car. Also die Zelle kommt direkt ins Auto und wird nicht mehr extra vorher in Packs oder in Module zusammengepackt. Ja, das Thema Recycling wurde auch angesprochen. 95% der Materialien, die man einsetzt, sollen recycelt werden können. Hier könnt ihr an der Folie nochmal sehr schön sehen, so eine 400 Kilogramm Batterie besteht hier, das könnt ihr hier sehen, aus unterschiedlichsten Materialien. Das Aluminium dabei, Graphit ist dabei, Nickel ist dabei, das Elektrolyt, Kupfer ist dabei, Kunststoffe sind dabei und andere Rohmaterialien. Und hier will man also 95% wieder verwenden können mit den positiven Auswirkungen, die wir schon öfters angesprochen haben. Also Verringerung des Rohstoffbedarfs, weniger Müll, weniger Energieaufwand bei der Herstellung und natürlich auch CO2-Einsparung. Die erste Fabrik zum Recycling ist im Januar 2021 in Salzgitter in Betrieb genommen worden von VW. Hier läuft das schon. In ganz kurzen Worten, was macht man hier? Es gibt verschiedene Varianten. Wir haben es auch schon mal in einem Video vorgestellt. Man fängt meistens an, oder in Volkswagen fängt an, die Batteriemodule erstmal tief zu entladen. Das ist ganz wichtig. Ein Teil dieser Energie kann übrigens auch in den Produktionsprozess durchaus genutzt werden. Also so eine Art Energierecycling. Dann nach der Tiefentladung werden die Zellen erstmal geschreddert. Dann entsteht so ein Granulat. Dieses Granulat muss natürlich getrocknet werden. Die flüssigen Elektrolytanteile werden abgepumpt. Dann trennt man die magnetischen von den nicht magnetischen Partikeln und kann dann sozusagen dieses übrigbleibende sogenannte schwarze Pulver dann aufteilen in die eigenen Bestandteile der eigenen, der verschiedenen Rohstoffe und diese dann dem Neuprozess wieder zuführen. Ja, und was man sich davon erwartet, hier steht es nochmal, ne? Also bis zu einer Tonne CO2 in der Herstellung des Batteriemoduls kann eingespart werden. Man hat Nachhaltigkeitseffekte und die Kosten fallen, was dann für den Verbraucher entsprechend positiv ist. Ja, das Ganze, die ganze Produktion, das Recycling, das alles soll, wie gesagt, in einem Kreislauf stattfinden und zwar auf der ganzen Welt, nicht nur Europa, sondern auch in China und auch in den USA werden wir also hier entsprechende Fabriken sehen, die die Volkswagen aufbauen wird, um das alles zu ermöglichen. Volkswagen spricht in der oder sprach gestern in der Präsentation, dass sie etwa 240 Gigawattstunden Speicherkapazität benötigen. Es gibt auch Analysten, die gehen bis zu 1000 Gigawatt und sagen, das wird nicht ausreichen. Volkswagen hat gestern von 240 Gigawattstunden Kapazität gesprochen, das Ganze aufgeteilt auf 6 Gigafactories. Ich benutze jetzt einfach mal diesen Begriff Gigafactory für diese Batteriefabrik. 6 mal 40 Gigawattstunden sollen da hergestellt werden. Eine davon ist im Bau in Schweden.
von Northvolt. Hier kann man jetzt aber auch schon sehen, dass man inzwischen auch schon den Pfad geändert hat. Nämlich es war bisher vorgesehen, dass in Schweden 14 Gigawattstunden Batterie hergestellt werden und in der Batteriefabrik in Salzgitter 16 Gigawattstunden. Inzwischen hat man sich also dafür entschieden, gleich mal das Ganze auf jeweils 40 Gigawattstunden hochzudrücken. Also 40 Gigawattstunden aus Schweden. Übrigens, in Schweden sollen die Batterietypen hergestellt werden für die Premium-Fahrzeuge, da wo es also besondere Dinge gibt. Und Schweden, ja, na klar, weil da hat man viel Wasserkraft zur Verfügung. Ich gehe mal davon aus, dass man bei Volkswagen damit rechnet, dass die Herstellung von diesen etwas spezielleren Batterietypen wahrscheinlich aufwendiger ist. Deswegen will man hier auf Wasserkraft in Schweden zurückgreifen, um den CO2-Fußabdruck entsprechend zu senken. Und die, sagen wir mal, die normalen Batteriezellen werden unter anderem in Salzgitter hergestellt. Ich hoffe natürlich nicht mit Kohlestrom. Das sollte nicht stattfinden. Ja, die Produktion in Schweden, in Salzgitter, soll 2025 aufgenommen werden. Und hier mal so ein Beispiel, so eine Beispielzeichnung. Das erinnert natürlich an die Gigafactory von Tesla in Grünheide. Also wir werden eine ganze Reihe von diesen Fabriken in Europa entstehen sehen. Aber Schweden und Salzgitter reicht nicht aus. Weitere Standorte zur Herstellung werden entstehen in Westeuropa. Ich tippe mal auf Spanien, um hier das, was heute noch SEAT heißt und wahrscheinlich später mal Cupra mit Batteriezellen zu versorgen, aber eben auch, wenn dort Volkswagen-Module, Fahrzeuge hergestellt werden. Und in Osteuropa werden wir mit Sicherheit auch eine Batteriefabrik sehen. Ja, und dann sollen noch zwei weitere Batteriefabriken in Europa entstehen. Hier ist allerdings noch nicht klar, wo das dann entsprechend passieren soll. Volkswagen wird sich aber nicht nur mit selbst produzierten Batteriezellen sozusagen versorgen, sondern wird auch weiterhin von bestimmten Zulieferern sich mit Batteriezellen versorgen lassen müssen. Aber immerhin, man geht jetzt wirklich diesen Weg, endlich diese Batteriezellen auch wirklich selber herzustellen. Ja, hier nochmal das Ziel, um die Kosten zu reduzieren. Das könnt ihr hier sehen im Zelldesign, im Produktionsprozess, beim Material und bei dem gesamten Konzept des Batteriesystems. Alles zusammengerechnet, so eine ähnliche Grafik haben wir bei Tesla ja auch gesehen, soll die Kosten bis zu 50% entsprechend senken. Die Roadmap dazu ist klar. Das Wichtigste ist diese sogenannte Unified Cell. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Und für mich auch besonders wichtig ist natürlich auch diese Kreislaufwirtschaft, die man anstrebt, hier als Closed Loop Process bezeichnet und natürlich die Strategie hin zur Feststoffbatterie. Ja, klar ist natürlich, zum Elektroauto gehört natürlich auch die entsprechende Ladeinfrastruktur. Hier gibt es drei Hauptgründe, warum Leute nicht so gerne ein Elektroauto kaufen wollen. Und zwar hat man das hier mal am Beispiel von China aufgeführt. Die scheinen die gleichen Probleme zu haben wie wir in Europa. Nämlich erstmal, das Laden ist einfach nicht befriedigend und dauert einfach zu lange. Die Reichweite der Elektrofahrzeuge ist immer noch nicht ausreichend im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen. Und 40% in China können sich überhaupt gar keine eigene Ladeinfrastruktur aufbauen. Und das ist ja nicht nur in China so, das ist bei uns genauso. Wenn ich so an Berlin denke, da wohnen einfach viel, viel mehr Menschen in Mietshäusern und haben keine Möglichkeit, sich eine eigene Wallbox ranzuschrauben. Das alles muss gelöst werden. Dann hat man natürlich hier die gleichen Probleme wie bei uns auch. Weiter wird hier gesagt, das langsame Laden an AC-Anschlüssen wird hier kritisiert. Aber dazu haben wir ja auch ein bisschen eine differenzierte Meinung. Dann natürlich 30% der Ladevorgänge funktionieren nicht, weil die Ladestationen durch Verbrenner blockiert sind. Das kennen wir aus Berlin natürlich auch zu Genüge. Und dann ein weiteres großes Ärgernis sind einfach die defekten Ladestationen aufgrund mangelndem Service. Das muss also nicht nur in Europa, sondern offenbar auch in China geklärt werden. Und hier hat Volkswagen ein schönes Beispiel mal gezeigt von wirklich so einer High-End-Ladepark in der Tiefgarage, nämlich auch mit Zufahrtsbeschränkung und entsprechenden Schnellladestationen, die man hier im Hintergrund sehen kann. Diese grünen Stopper, die dann nach unten fahren, wenn man zur Ladestation will und in Zukunft verhindern werden, dass dort Fahrzeuge stehen, die dort entsprechend nicht abgestellt werden dürfen. Ja, Volkswagen implementiert auch mit CAMS einen sozusagen neuen Ladedienstleister. Das können wir jetzt mal im Schnelldurchgang machen. In China sollen auch wahnsinnig viele neue Schnellladestationen aufgebaut sein. Das können wir hier auch mal sehen. Ladestationen
bis 2025 über 17.000 öffentliche Ladepunkte, bis zu 300 Kilowatt in den meisten chinesischen Städten. Das Ganze in Amerika natürlich genau das Gleiche mit Electrify America hier. Hier sollen auch 3.500 HPC-Ladepunkte bis 2021, also bis Ende 2021 entstehen. Wollen wir mal gucken, ob sie das auf die Reihe kriegen. Und dann haben sie hier so ein paar Beispiele gezeigt, wie sie das machen wollen, wie es in Zukunft aussehen soll. Hier am Beispiel von IONITY. Also die Qualität der Ladepunkte soll einfach erhöht werden durch Licht, durch Überdachung, attraktives Design. Es wird Spaß machen, dort zu laden. Wer will denn dann schon noch an so eine olle, stinkende Tankstelle fahren? Das ganze Netzwerk soll entsprechend natürlich auf ganz Europa ausgeweitet werden mit dem Schwerpunkt Nord-, Mittel- und Westeuropa. So erkenne ich das wenigstens hier an der mittleren Grafik. Und die Anzahl an Ladepunkten soll natürlich deutlich noch weiter ausgebaut werden. Hier mal am Beispiel von Porsche, wie Porsche sich das vorstellt. Was ich schön finde, hier bleibt man auch weiterhin bei dem Gedanken des Destination Charging, vielleicht an Restaurants, Freizeiteinrichtungen, wie auch immer. Setzt also nicht einfach nur auf das Laden an der Autobahn, den hochqualitativen Ladehubs. Ob es dann ja, spezielle Porsche-Ladehubs geben wird, das wollen wir mal gucken. Das sieht ja hier fast so danach aus. Ich persönlich hoffe, dass es nicht dazu kommen wird. Porsche hat von anderen gelernt, dass man Ladestationen überdachen muss, dass man vielleicht eine kleine Waiting-Area, also eine Convenience-Area einrichten, also Ort einrichten muss. Das kennen wir ja inzwischen auch schon von einem anderen Hersteller, der das erfolgreich umgesetzt hat. Und da hat man anscheinend mal hingeguckt und hingehört und hat gemerkt, okay, das machen die richtig, das müssen wir so entsprechend auch machen. Ja, also man möchte bis 2030 sozusagen mithelfen, die Klimaschutzziele von Europa zu erreichen, indem man sich eben selber sozusagen Richtung Zero Emissions geht. Und dann wurde hier in diesem Vortrag noch verschiedene Kooperationen vorgestellt. IONITY hatte ich schon angesprochen, Enel aus Italien und Iberdrola aus Spanien. Es gibt auch eine Kooperation mit BP. Aral wurde hier noch genannt. Das ganze Netzwerk soll also in Europa deutlich ausgebaut werden. 18.000 HPC-Ladestationen bis 2025 heißt eine Verfünffachung der HPC-Standorte. Das ist schon mal eine Aussage. Hier nochmal dargestellt, hauptsächlich in den wichtigsten Märkten, nämlich Deutschland, Spanien, Italien, England. Hier wird also sehr stark gearbeitet. Das finde ich eine klasse Sache, aber es wird natürlich auch in allen anderen Ländern Europas kräftig ausgebaut werden. Ja, dann haben wir hier nochmal einen schönen Blick gehabt auf diese Ladestation von VW. Und da kommen wir jetzt zum Schluss zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich welche Rolle wird denn das Elektroauto aus der Sicht von Volkswagen in Zukunft nehmen? Es geht ja nicht nur dieses Auto mit Energie zu beladen, sondern Autos einfach mal auch als integraler Bestandteil der Energieversorgung, nicht nur von Einfamilienhäusern, sondern auch Mehrfamilienhäusern und ganzen Quartieren bis hin zu Gewerbe zu verstehen. Und ich glaube, das ist eine unheimlich spannende Geschichte. Das können wir hier an der Grafik im Hintergrund sehen. Das Elektroauto wird aktiv in das Energiemanagementsystem von Gebäuden einbezogen. Logisch, warum sollte ich auch einen Energiespeicher von 50, 60, 100 Kilowattstunden da draußen rumstehen lassen? Selbst da draußen steht den Cicero, den ich gerade habe, 13 Kilowattstunden ungefähr, die nutzbar sind. Warum soll der da rumstehen und nicht genutzt werden können? Das wäre ja totaler Unsinn. Also diese Verbindung zwischen Energiespeicherung und zwar bidirektional im Auto zum Haus sieht VW ganz klar als Schwerpunkt, wo die Weiterentwicklung hingehen soll. Und deswegen sollen auch, ich glaube, ab 2022, es kommt, glaube ich, in einer Folie gleich nochmal, alle Autos auch bidirektional laden und ja, bidirektional laden können. Ein Auto mit rund, also wenn ich das jetzt hier richtig sehe, 200 Kilometer Reichweite mit einer Batterie, die für 200 Kilometer Reichweite ausreichend ist, kann ein typisches Einfamilienhaus 5 Tage versorgen. Warum sollte man sich diese Chance, diese technische Möglichkeit entgehen lassen? Hier nochmal die Einbindung der Elektrofahrzeuge auf der einen Seite über ein Energiemanagementsystem, zum Beispiel mit Gewerbeimmobilien, die auch mit Strom versorgt werden können, und das Ganze eben bidirektional, das Ganze geht hin und her. Sehr, sehr spannend. Auch diese Folie muss man sich auch einfach mal zu Gemüte führen. In Deutschland werden pro Jahr 6.500 Gigawattstunden nicht genutzt. Und zwar ganz einfach, weil es nicht die Speicherkapazität gibt. Das entspricht, diese Menge an Strom entspricht aber der Menge an Strom, die man braucht für 2,7 Millionen Elektroautos, um die ein Jahr fahren zu können. Das heißt also, wir müssen dringend dafür hin, Elektroautos als Speicher zu nutzen, damit diese Energie nicht verloren geht.
Dazu gehört natürlich auch, das fehlt jetzt hier so ein bisschen der Netzausbau, denn die Windkraft- und Solaranlagen werden ja nicht aus Spaß abgeriegelt, sondern eben, weil man die Energie gar nicht transportieren kann. Es wird also höchste Zeit, hier diese Vernetzung zwischen Energieerzeugung, Elektrofahrzeugen als Speicher und dem Netz endlich zu realisieren, damit diese Kapazitäten, die man hier zur Verfügung hat, nicht weggeworfen werden müssen. So, hier nochmal ein Blick auf den Kreislauf, habe ich aber vorhin schon angesprochen, von der Herstellung über die Nutzung zum Recycling und wieder zur Herstellung zurück. Das haben wir vorhin schon gesagt. Hier nochmal sozusagen die Integration in das gesamte Energiesystem und diese Wolke außenrum zeigt nochmal, das Ganze wird natürlich digital und cloudbasiert laufen. Klar, Thema auch Blockchain. Also hier können wir sehr gespannt sein, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt. Und dann am Schluss, das fand ich eigentlich auch eine sehr, sehr spannende Aussage, die Vision, eines Tages können wir kostenlos laden. Charging will be for free. Wie Sie das machen, haben Sie es leider nicht gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, als eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel hingeht und sagt, wir bezahlen gar nicht mehr für den Strom, wir bezahlen nur noch für die Infrastruktur und dann ist es egal, wo und wie viel wir laden. Letztlich so vielleicht so ein bisschen zu vergleichen wie mit der Investition in eine PV-Anlage hier, zahlt man ja nicht an sich selbst jeden Tag Strom, den die PV-Anlage erzeugt, sondern man bezahlt eben in die Infrastruktur und in die Aufrechterhaltung der Infrastruktur und dann kannst du den Strom nutzen, ohne dir darüber Gedanken zu machen. Ja, Charging Partners wurden hier nochmal angesprochen. Und damit beendete dann Herbert Diess diese Präsentation. Ich fand es spannend, ich fand es interessant. Ich fand das einen tollen Ausblick in die Zukunft. VW macht sich hier tatsächlich auf den Weg. Kein Wort von Hybriden, kein Wort von E-Fuels, kein Wort von modernen Verbrennern oder was auch immer. Ich wäre sehr gespannt gewesen, was Herr Scheuer dazu sagt, als er diese Präsentation gesehen hat. Ich bin sehr gespannt auch darauf, wie sich die anderen Hersteller jetzt positionieren. Sei es Daimler, sei es BMW, sei es die Renault-Gruppe, sei es auch zum Beispiel Toyota als ja, riesengroßer Hersteller. Die müssen sich jetzt irgendwie auch mal langsam positionieren und sagen, wo wollen sie eigentlich hin? Wollen sie diese technologieoffene Geschichte weiterführen oder so wie Volkswagen hier jetzt ganz klar auf Elektromobilität setzen? Ich will es auch gar nicht werten, gut oder schlecht. Also ich persönlich finde es gut, aber das ist hier die Strategie von Volkswagen. Und wir werden sehen, wie das in Zukunft sich entwickeln wird. Wir Kunden haben ja auch die Möglichkeit, uns entsprechend zu verhalten in die eine oder in die andere Richtung. Wie gesagt, ich finde es gut. Ich freue mich sehr darüber, dass hier so ein Hersteller wie Volkswagen jetzt einfach mal so einen ganz klaren Pflock in die Erde gehauen hat. Es waren, sagen wir mal, nicht grundsätzlich neue Dinge, die gesagt wurden. Es waren keine Revolutionen, die uns gestern gezeigt wurden. Es waren alles Dinge, die man aus Puzzlestücken eigentlich schon kannte, hier zusammengeführt, sehr nett gemacht. Ich fand es ansprechend gestaltet, vielleicht ein bisschen zu lang, aber insgesamt sehr interessant, das alles mal so komprimiert irgendwie zu sehen. Ich persönlich glaube, dass Volkswagen den richtigen Weg eingeschlagen hat, dass man sich klar auf diese Linie positioniert, klar diesen Weg einschlägt und nicht mehr irgendwie ständig versucht, diesen Spagat zu machen zwischen, ja, ein bisschen Elektro hier, aber wir wollen mal so ein bisschen den Verbrenner doch noch halten. Sich nicht auf diesen Wahnsinn mit Wasserstoff und E-Fuels einzulassen, sondern ganz klar zu sagen, lasst uns konzentrieren auf diese Technologie, die ist super. E-Fuels und Wasserstoff brauchen wir für andere Dinge. Wasserstoff in der Produktion, E-Fuels zum Beispiel in Flugzeugen, weil auch mit Wasserstoff können wir nicht fliegen. Da geht's hin, da kann es hingehen, Wasserstoff zum Beispiel auch als Speicher zu verwenden, als Ausgleichsspeicher zu verwenden. Das finde ich richtig, aber hier, wenn es darum geht, Fahrzeuge anzutreiben, von Consumer Car bis zum Nutzfahrzeug, sich auf die Batterie zu konzentrieren. So, das also dazu. Wie gesagt, fand ich gut, fand ich interessant, bin sehr gespannt, was in den nächsten Monaten kommt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese kurze Zusammenfassung ist jetzt doch wieder eine halbe Stunde geworden, mit mir gemeinsam nochmal durchzugehen. Wie ist denn eure Meinung dazu? Seht ihr das ähnlich wie ich oder habt ihr eine ganz andere Meinung? Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch einfach mal ein Abo. Vielen Dank dafür nochmal, vielen Dank für eure Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video oder irgendwann in der nächsten Live-Sendung. Ich sage erstmal für heute, ciao, ciao. Tschüss.